Und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und Leute, ihr wisst ja, ich habe ja ziemlich regelmäßig die Gelegenheit, mir Presseverführungen anzugucken. Und vor kurzem, da war ich in der Presseverführung gewesen, bei der sich im Anschluss sogar noch ein kurzes Gespräch über den Film ergeben hat. Und da habe ich jemanden kennengelernt, eine junge Frau, die auf YouTube Bücher, glaube ich, vorstellt. Junge Frau heißt Biene und ich begrüße sie hiermit herzlich bei uns in der Runde. Hallöchen. Du hast mir deine Visitenkarte in die Hand gedrückt und glaube ich so mit ja, Abstand. Voll frech. Voll gut. Weil ist im Endeffekt nämlich auch mega professionell, ja. ich habe inzwischen auch schon deinen Blog mal angeschaut und auch vor kurzem gab es, Kanal, wo reaktiviert. Vielleicht magst du uns einfach mal kurz vorstellen, was du eigentlich die ganze Zeit so machst. Ach ja, ich und meinen Kanal, ne? Also ich mache jetzt tatsächlich seit 5 Jahren diesen Kanal auf YouTube. Die ganze Sparte nennt sich BookTube. Das heißt, wir sind so eine ganz kleine Gemeinde auf YouTube, die halt Bücher vorstellt. Es hat alles irgendwie damit angefangen, dass man als Bücher-Nerd immer so ein bisschen alleine steht oft, gibt ja nicht ganz so viele Leute, die so viel lesen und dass man sich halt irgendwie mal auf YouTube zusammengerottet hat und einfach so zeigt, was man liest gerade, natürlich Rezensionen hochlädt, ganz groß im Kommen sind halt auch Lesemonate, dass man halt vorstellt, was man im Monat gelesen hat, Tops und Flops. Ja, und das ist eigentlich auch so das, was ich mache. War jetzt in der letzten Zeit nicht so viel aktiv, weil ich immer auch viele Praktika in letzter Zeit gemacht habe, weil ich auch mich in meinem Studium und ja beruflich mit Büchern auseinandersetze. Also ich bin eher so ne, die Bücherversierte hier in dem Ganzen. Ich komme auch ab und zu mal halt so Pressevorführungen, wenn es halt mal um ne, eine Buchverfilmung geht. Deswegen, ja, haben wir uns da getroffen. Ja, mega geil. Ja. wir haben einen Film geschaut, den aktuellen Disney, ja, Blockbuster ist vielleicht schon zu viel des Guten. Im Original trägt er den Titel A Wrinkle in Time und in Deutsch kommt er raus mit dem Titel Das Zeiträtsel. Geht 1 Stunde 49, ist wohl ab 6 Jahren freigegeben und irgendwie sowas wie ein Fantasy-Abenteuerfilm, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber schon auch ziemlich Science-Fiction, würde ich fast schon sagen, ja. Also weil es war ja schon sehr, sehr wissenschaftslastig. Deswegen haben wir vorhin ja kurz darüber geredet, wer die Zielgruppe da auch ist. Finde ich schwierig. Ja, das ist ganz interessant, weil ich finde gerade das, finde ich, spielt dann doch irgendwie eine relativ kleine Rolle. Also ich meine, findest du? Ja, dann gerade zu Beginn haben wir natürlich diese super coolen Szenen. Wo fangen wir denn an? Also ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal die Handlung erstmal so grob anreißen, dann bevor wir auf einzelne Szenen springen. ja, vielleicht magst du das kurz übernehmen, wen wir da haben, was so das grobe Ausgangssetting ist. Ja, genau. Wir haben da ja am Anfang, also im Film ist ja gerade Meg so total im Fokus. Das Mädchen, das die Wissenschaftstochter praktisch ist, ich glaube, sie ist, wie alt ist sie, 10, 12 oder so, wird in der Schule halt sehr als Außenseiter betrachtet, weil sie sich halt so mit Mathematik auseinandersetzt gerne und ich glaube, sie wird in der Schule auch besonders ausgegrenzt, weil ihr Vater, der halt ein großer Wissenschaftler ist oder war, halt verschwunden ist, schon seit 4 Jahren. Und sie findet halt seitdem vor allen Dingen in der Schule sich überhaupt gar nicht mehr zurecht. Und eigentlich mit ihrem kleinen Bruder ist es fast noch schlimmer, weil ich glaube, der ist im Film ungefähr 5 oder so. Ich glaube, der geht noch gar nicht in die 1. Klasse oder 6, ich weiß es gar nicht. Der Charles Wallace, ja. Der immer wieder Charles Wallace, das ist nicht der Charlie, nee, oder der Wally, das ist der Charles Wallace. Ja, auch im Buch, da gibt es keine Abkürzung oder so. Da ist ja auch, wird ja auch immer wieder gesagt, dass er spricht wie ein 60-Jähriger oder so, keine Ahnung. Dass der halt vollkommen, also noch freakiger ist als Mac sozusagen. Ja, und die beiden passen da halt überhaupt gar nicht irgendwo rein. Und sie versteht ihren kleinen Bruder irgendwie auch nicht so wirklich. Der ist so richtig verschoben. Ja, und der führt sie dann irgendwie, oder war das, wie war das denn in dem Film? Kam diese Frau kam dann zu ihnen, nicht wahr? Genau, da war dann die,
Ich habe jetzt hier die englischen Namen, aber die von Reese Witherspoon Witherspoon, gespielte, also ja. man könnte sagen, so eine Art Hexe im weitesten Sinne. Ist auf Engl auf, Im Englischen war das die Mrs. Whatsit. Dann Genau. gibt es noch die Mrs. Who, gespielt von Mindy Kaling, die ich jetzt nicht kannte. Und natürlich, weil sie aussieht wie die größte von allen drei Drag Queens, Mrs. Witch, gespielt von der Oprah Winfrey, die oh gottähnlich ihren Auftritt in einer der ersten Szenen da hat. Ja, total. Genau, und die treffen, also ja, die treffen die dann und die zeigen ihnen dann so ein bisschen, dass sie wissen, wo der Vater sich aufhalten könnte. So war das doch, oder? Genau, der ist nämlich irgendwie verschollen. Also man muss halt wissen, dass die Eltern beide so Wissenschaftler sind, so viel hat man ja schon geklärt. Und sie haben irgendwie an auch so quasi Reisen über weite Distanzen zwischen den Galaxien geforscht, währenddessen die Mutter sich aber teilweise dann doch während der Schwangerschaft, also mehr und auch danach mehr um die Kinder kümmert, ist der Papa halt noch ganz in seinem Element. Und man sieht halt so mit ein paar Szenen und Ideen dargestellt, wie er halt da an so Portalen quasi forscht und so an Energie. Und plötzlich hat er wohl eine Entdeckung gemacht und ab diesem Moment ist er irgendwie weg. Ja, Ja. genau. Und das war auch ganz anders als im Buch, aber da können wir gerne noch mal Sehr später dazu gern, ja. kommen. Ja, dann ist er weg, dann sind die ein paar Jahre quasi alleine. Keiner weiß so genau, wo der Vater hin ist, aber es also man vermutet schon, dass er wohl irgendwie so ein Portal geöffnet hat, aber anscheinend nicht zurückkommt oder vielleicht sogar dabei gestorben ist. Ja, und wie gesagt, Chris Pine ist hier der Vater, die Mutter wird gespielt von, oh Gott, Gugu Mbatha-Raw Raw. oder so. Okay. Und genau, da gibt es eben diese beiden Kinder. Dann gibt es noch den, das ist vielleicht so der dritte Protagonist im Film, deswegen sollten wir ihn namentlich mal erwähnen, nämlich diesen Calvin, gespielt von Levi Miller. Gut, wir haben die Hexen erwähnt, wir haben die Eltern erwähnt und ich Genau. glaube, das sind die wichtigsten Figuren, oder? Das stimmt. Ja, vielleicht können wir direkt mal den Schwenk machen zum Buch. Du hast das Buch Ja, gelesen, ja? ich habe es vorhin gerade noch beendet, tatsächlich, weil ich auch so ein paar Probleme mit dem Buch hatte. Also, ja, also ich habe mir auch ganz viele Sachen markiert, was da anders war, weil ich habe ja, also wir haben ja noch mit zwei anderen Leuten dort geredet und die haben ja gemeint, dass es super, super anders wäre. Ich fand es jetzt gar nicht so krass anders. Nur halt, dass der Vater im Buch tatsächlich erst ein Jahr verschwunden ist, beziehungsweise noch, also der auch noch lange mit denen Kontakt hatte mit seiner Familie. Und das gar nicht so tragisch war, dass er jetzt weg war. Also sie dachten sich auch so, ja, vielleicht kommt er noch mal wieder. Und ach ja, natürlich, diese drei Drag Queens waren halt null Drag Queens in diesem Buch. Sondern es waren wirklich drei alte Hexen, die halt so, ja, so typische alte Omi-Hexen waren. Ja, fand ich jetzt nicht tragisch, weil im Endeffekt charakterlich waren die jetzt genauso wie im Film. Ja, ich muss aber sagen, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, da spalten sich so ein bisschen die Gemüter, aber ich fand die drei Drag-Queens eigentlich ganz cool. Ich muss ja sagen, man hat ja im Trailer schon gesehen, was einen so erwartet bei dem Film, dass alles halt relativ überinszeniert ist und bunt und es so eine richtige, ja, Fantasy-Party wird. Und deswegen habe ich mich irgendwie immer total gefreut, wenn ich diese drei Misses da gesehen habe, weil die einfach ja auch in jeder Szene neues Make-up hatten, neues Kostüm. Und ich weiß nicht, es war dann für uns Mädels vielleicht, weiß ich nicht, das hat mich total angesprochen. Da kann ich nachvollziehen, Hab mir ja. das gerne angeguckt, gerade auch, wenn man sich so ein bisschen für Make-up oder so interessiert. Ich fand's eigentlich, das war eigentlich das, was mich so am meisten, wo am meisten Spannung für mich aufgekommen ist, tatsächlich in dem Film, weil er sonst ja so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist, muss man ja mal sagen. Es war, für mich war dann die Spannung so, was tragen Sie in der nächsten Szene? Gut, dann machen wir kurz einen Haken an die Unterschiede zum Buch. Ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch auf eine ausführliche Review auch wahrscheinlich von dir noch freuen können. Wo ich jetzt zum Beispiel noch gelesen hatte, es gäbe noch weitere Geschwister, die jetzt. Ja, aber das ist eigentlich auch egal, weil sie haben da halt noch zwei Zwillings, ja, sie haben noch so ein Zwillingspaar an Brüdern, die aber keine Rolle spielen. Also die kommen auch nicht mit auf die Reise und so und weiß nicht. Also ist eigentlich egal, dass sie dabei Okay. sind.
Dann vielleicht gleich mal zu dieser Sache auch mit der Zielgruppe jetzt. Du hattest gemeint, dass du dich immer gefreut hast auf die neuen Szenen, wo die dann eben diese wirklich sehr extravaganten Kostüme tragen, wo ich nicht behaupte, dass sie schlecht sind, also ganz im Gegenteil. Nur gerade, wenn man eben Oprah Winfrey sieht und dann ist da dieser Close-up auf ihr Gesicht, weil sie mal wieder eine super schwere tragende Situation hat, die sie jetzt erklären muss. Das ist natürlich einfach ein sehr auffälliges Make-up, ja. Und gut, es sind eben Hexen, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, das darzustellen. Also, wie gesagt, das wäre so vielleicht so ein Aspekt, der eher dafür spricht, dass die Zielgruppe halt weiblich und jung ist oder generell weiblich ist. Du hattest vorhin kurz angerissen, da waren wir dann auf das Buch umgeschwenkt, mit dem Science Fiction und speziell jetzt diese Technikaspekte. Und ich muss sagen, das hat mir doch relativ wenig aus meiner Sicht also Beleuchtungen bekommen. Ganz im Gegenteil, es wird einfach nur erklärt, okay, er bastelt irgendwie an Verbindungen zwischen Punkt A und Punkt B, irgendeine Energie, irgendwas mit Ja. Wellen, aber irgendeine Erklärung, irgendwas Cooles, irgendwas, was so annähernd Richtung, keine Ahnung, Stargate zum Beispiel geht, weil das ja tatsächlich vielleicht auch Parallelen hat aus diesem Zusammenhang. Das hat mir aus meiner Sicht leider keine Rolle gespielt. So, ich habe vieles vermisst, auch generell, aber das ist halt die Frage, was will man? Also will ich jetzt erklärt bekommen, Ja. man verrät auch kein Geheimnis, wenn man sagt, die stranden auf so einer Art Fantasy-Welt. Da gibt es dann ganz verschiedene Sets, die unterschiedliche Sachen eben bieten und auch darstellen und unterschiedlich gestaltet sind. Aber so ein bisschen erklärenden Ansatz dafür hätte ich persönlich so als Science-Fiction-Nerd gern gesehen. Aber für Ja. Kinder ist das vielleicht nix. Ja, na, da kann ich dir nur sagen, lies das Buch. Also da wird schon so ein bisschen erklärt, worum es dann geht mit dritte, vierte, fünfte, sechste Dimension und so. Aha. Ja, also das fand ich, also der Science-Fiction-Aspekt war im Buch tatsächlich mehr gegeben. Deswegen hat es mich auch gewundert, weil hinten drin im Programm von dem Buch stand für coole Mädchen und da war das dann drin. Und ich so, Ui, cool. ja. Ja, für die coolen Mädchen, ne? Also ich würde eher für die coolen Mädchen den Film empfehlen als das Buch. Wie haben dir denn die Protagonisten da gefallen? Ich würde mich da jetzt hier auch immer speziell auf die Kinder beschränken, denn die scheinen mir doch tatsächlich auch die Zielgruppe am ehesten zu repräsentieren. Wie fandst du deren Leistung? Also von der Protagonistin hier der Storm Reed, right? Reed. Auch ich fand die eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, die hatte eine gute Präsenz. Ja, muss ja auch mal ansprechen, dass sie halt als Schwarze gecastet wurde und ihre Mutter ja auch, was im Buch halt auch nicht so ist. Die sind halt, wird halt ist rothaarig im Buch. Fand ich jetzt eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Halt, hat man halt auch gemerkt, dass das Ganze ein bisschen verjüngt werden soll, ein bisschen aktualisiert werden soll, weil das Buch ist ja auch von 1962 schon, der ganze Stoff. Und ich finde, die hat ihre Sache echt gut gemacht. Die war, hatte eine gute Ausstrahlung. Ich finde, man konnte der ganz gut folgen. Also ich finde, an ihr lag es jetzt nicht, dass der Film jetzt nicht so gut angekommen ist bei den meisten. Ist vielleicht auch die wirklich die beste von den drei Jungschauspielern, die da Ja. auftritt. Wir haben dann ja noch ihren Bruder, den Charles Wallace, der einfach nochmal deutlich jünger ist. Ja. Den man ja auch bei anderen Kritiken, auch die Jungs, die du da angesprochen hattest, mit denen wir gesprochen haben, die sind vom YouTube-Kanal Genau. Feuer und Film, glaube ich. YouTube-Kollegen, YouTube, yay. genau. Und die meinten halt, der wäre ein bisschen auch overacted und so. Und das ist tatsächlich auch ein Eindruck, Ja. den man nachvollziehen kann, ne? Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich fand den wirklich sehr anstrengend, den kleinen. Das auch nicht. Ist aber auch schwierig. Ich habe vor kurzem, also zu Kinderschauspieler zu besetzen, ist halt echt immer eine Herausforderung. Da kann man halt richtig ins Klo greifen oder auch nicht. Ich habe zuletzt gesehen The Florida Project, wo dann halt eben quasi die Hauptperson im Film ist halt ein 6, 7 Jahre altes Kind und die ist fantastisch. Also wirklich, die hat diverse Variationen in ihren Ausdrücken und Okay. das ist einfach eine Ah ja, fantastische okay. Schauspielerin für das Alter. Und da haben sie leider mit dem jungen Derek McCabe, heißt der gute Mann, oder der gute Junge, je nachdem, leider keine gute Besetzung getroffen. Ja, ist ein bisschen schade, weil der ja auch gerade was am Ende eine größere Rolle einnimmt, was man gar nicht mal so denkt. Ja, ich fand den auch sehr, weiß ich nicht. Es war halt auch natürlich eine schwierige Rolle, weil es einfach ein schwieriger Charakter ist, den er da darstellt, aber ich fand den wirklich Schwierig. ein bisschen, ja, auch nervig, ne? Okay, dann fischen wir uns zuletzt noch mal den Calvin raus, der ja, wo er immer so ein bisschen angedeutet wird, dass er sich mit Mac vielleicht sogar ein bisschen besser versteht. Ach, herrje, ja. Das war irgendwie sein einziger Charakterzug, ne? Immer nur so, oh Mac, du hast so schöne Haare. Oh Mac, du bist so toll. So aus dem Nichts auch, gell? Ja. Ja. Das war ein bisschen cringe. Also, das war schlimm. Das war immer so sein Standardphrase. Oh, du hast so schöne Haare. Okay. Gehen wir Jeder hat weiter. irgendwas, was ihn ausmacht, ja. Ah, ja.
Ja, der war im Buch übrigens auch, hatte der eine bessere Rolle. Okay. Ne? Ja. Ja, das vielleicht auch dazu. Wie gesagt, die Kinder reisen jetzt eben halt auf diesen anderen Planeten mit Hilfe der drei Zauberinnen oder Hexen und versuchen da eben den Vater zu finden. Wie es dazu kommt, auf was für Gefahren und Abenteuer die noch treffen, das wollen wir ja vielleicht nicht wegspoilern, weil das sind so die, vielleicht die letzten Sachen, von denen man noch überrascht werden kann im Film. Wie hat dir denn die musikalische Untermalung des Films gefallen? Kannst du dich Ach, da. die war. Erinnern kann ich mich daran gut. Ja, die war halt, wie der Film generell, ganz schön auf die Fresse, ne? Ganz schön drüber ein bisschen teilweise. Also dann kam dann irgendwo so ein Popsong zu ja, diesen quietschbunten Bildern dazu. Also es war schon ziemlich überfordernd irgendwann. Ja, ich weiß nicht, wenn man den Trailer gesehen hat, dann weiß man, was einen musikalisch erwartet, würde ich sagen. Ja, ist sehr, sehr poplastig, sehr schnulzig, sehr übertrieben. Auch immer, auch wirklich, also das bricht auch immer voll rein musikalisch. Also wirklich, dir wird dann sowas von ein Brett vors Gesicht geknallt, wie du dich jetzt zu fühlen hast aufgrund dieser Situation. Ja, Das ist schon ja. anstrengend, sage ich. Da muss man halt auch Lust drauf haben. Ja, gut, das hatten wir eben. Also die musikalische Untermalung ist auf jeden Fall sehr, es gab wirklich einfach anstrengend, da muss man Bock drauf haben. Und wenn man da jetzt vielleicht nicht auf brachiale Popsongs steht, ist man da unter Umständen jetzt nicht so optimal aufgehoben. Na, das stimmt. Wie sieht es aus mit den CGI-Effekten? Also ein Film wie dieser, der versteckt sich natürlich nicht, was seine ja optisches, also da steckt schon viel Geld im Film. Und muss man erwähnen, der hat auch ein relativ hohes Budget dafür, dass er von einer noch nicht sonderlich. Also erfahren weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Regisseurin, von der man noch nicht so viel gehört hat, nämlich von der Ava DuVernay oder DuVernay, keine Ahnung. Die gute Frau hat wohl noch nicht so viel gemacht und zumindest nichts in dieser Budgetgröße. Wie haben dir denn die CGI-Effekte gefallen? Also ich bin generell nicht so ein Fan von diesen absoluten Greenscreen-Sachen, aber ich habe mich jetzt daran nicht gestört, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Ja, dieses, also ich musste sofort an denken an dieses Fabelwesen, das sich dann diese eine Hexe da verwandelt hat. Das war mir echt ein bisschen drüber, weil das halt auch so mangamäßig aussah. Ich weiß nicht. Also es war eigentlich, ja, muss man halt mögen. Also Ich finde das ja. gerade zu Beginn halt dieser ersten Szenen im Film, wo die CGI halt voll reinschlägt, die sind ja gar nicht hässlich. Die sind ja auch schön bunt. Da gibt es ja sehr viel Natur zu sehen und auch eine Handvoll toller Ja. Ideen, mit denen da gearbeitet wird. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Im späteren allerdings gibt es so ein bisschen reduziertere CGI, also speziell dann so in den finalen Szenen des Films. Und das weiß ich nicht, also. Pff. Manche auch mal dann, ich hätte irgendwie eine schönere Darstellung finden könnte, einer, bei der ich nicht sofort sehe, dass sie da jetzt im Greenscreen unterwegs sind. Das war mir persönlich Ja. jetzt nicht so. Ja, aber das ganz im Ernst. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin so 10, 11, 12, 13 Jahre alt und will mir einfach einen tollen Film meiner Freundin im Kino angucken, wäre das vermutlich nicht das, woran ich mich stören würde. Nein. Haben wir noch was Wichtiges vergessen oder wollen wir direkt zum Fazit kommen? Ich frage mich die ganze Zeit, warum es immer auf diesen Zeitaspekt so geht. Das heißt ja A Wrinkle in Time. Und das Zeiträtsel, wobei ich immer finde, es hat eigentlich gar nicht so viel mit Zeit zu tun, sondern eigentlich eher mit Raum, also mit diesen auf den verschiedenen Planeten wandeln. Das Einzige, was halt mit Zeit ist, ist, dass diese ganze Zeitspanne, die sie da verbringen, halt in der wirklichen Welt nur eine kurze Zeitspanne ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie störe ich mich die ganze Zeit in diesem Zeitthema. Ja, das stimmt. Das habe ich mich auch schon gefragt, wie man eigentlich auf den Titel kommt. Gerade wo du das Buch gelesen hast, müsste es doch eigentlich spätestens da eine Erklärung für geben. Naja. Ja, nicht so. Gut, dann kommen wir hier vielleicht mal zum Fazit. Wie das bei uns üblich ist, gibt es am Ende dann auch noch so Punkte. Das heißt, wir schauen auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten. Wie viele Punkte können wir so einem Film geben? Und da möchte ich mich wieder vordrängeln, um dir noch ein bisschen Bedenkzeit zu geben. Wir haben ja also einen Film von Disney mit einem sehr hohen Budget und einer dem Grunde nach guten, passablen Hauptdarstellerin, dieser jungen Frau, die Meg spielt. Und ja, das war's dann auch schon. Also,
Das ist ein Film, der aus meiner Sicht viel zu sehr auch in dieses Esoterische abdriftet. Er ist es eben, es geht immer wieder, gibt es so Momente, wo gegen ein fiktives, undefiniertes Böses gekämpft werden muss. Das ist einfach auch nur It oder das Böse. Das war ein bisschen unklar, worum es überhaupt geht. Generell sind viele von diesen so Motivationsansprachen, die im Speziellen jetzt hier Oprah Winfrey auch machen muss, um da ja, die Kinder davon zu überzeugen, jetzt aber wirklich. Also nochmal richtig viel Kraft aufzubringen, um jetzt aber auch wirklich endlich den Papa zu finden, weil wenn sie ihn gefunden haben, dann wird alles gut. Und glaube nur an dich selbst, denn wenn du an dich selbst glaubst, dann wird alles gut. Und Hauptsache, du liebst irgendwen ganz dolle, dann geht das unendlich und es wird alles gut. Also du merkst schon, es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Texten, wie ich sie vielleicht aus einem Glückskeks erwartet hätte, aber jetzt nicht in einem Film von Disney. Muss man wirklich drauf stehen. Ich finde persönlich, wird mir zu wenig erklärt, es wird nur zu viel angedeutet, so ein allgemeines Gut gegen Böse, aber ist doch mir insgesamt zu schwammig, so dass ich als Erwachsener einfach nur andauernd so Facepalm-Momente hatte und den Film jetzt also, naja, nicht einfach so hätte weiterschauen können. Wenn ich ihn allerdings, und das ist glaube ich der Ansatz, den man hier haben muss, versuche ihn so ein bisschen aus Sicht eines Kindes zu sehen, ja, dann will ich halt wissen, unterhält er mich rein optisch? Das tut er, ist ein rein optisch gesehen schöner Film mit vielen Farben und vielen Effekten, die sind sehr ansprechend. Und ist natürlich auch die Frage, kann ich mich mit den Figuren da irgendwie identifizieren? Ne? Habe ich da vielleicht so ein bisschen, also kann ich deren Probleme nachvollziehen? Und es ist durchaus so, dass die Meg beispielsweise, die wird eben gemobbt in der Schule oder es gibt so ein leichtes Techtelmechtel eben mit ihrem, mit diesem Typen, der damit unterwegs ist, mit dem Calvin. Es gibt ein bisschen Stress mit der Mama hier, es gibt ein bisschen Verlustängste, was den Vater betreffen, dort. Und das ist interessant, sind aber Themen, die ich selbst natürlich jetzt nicht mehr so gut nachvollziehen kann, weil es schon ein paar Jahre her ist, dass mich sowas beschäftigt hat. Und ja gut, insgesamt kommt dann eben noch das Musikalische hinzu. Ich finde viele Schauspieler nicht sonderlich gut. Ich finde den Auftritt zum Beispiel von Zach Galifianakis, der da vielleicht eine sehr, also wirklich eine lustige Rolle spielt, hätte von meiner Seite aus, hätte der eine viel größere Rolle spielen dürfen, denn er ist aus meiner Sicht da wirklich so mit einer der lustigsten Charaktere im ganzen Film. Und so komme ich rundum, weil er eben doch ganz gut aussieht und weil er eine gute Schauspielerin hat, immerhin noch auf 2 von 5 Punkten, weil, ja, ich denke, er ist unterdurchschnittlich, er ist kein Film, den ich empfehlen würde und ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel Lukas der Lokomotivführer gesehen, also Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, den würde ich, auch wenn es dort natürlich auch Abstriche gibt, noch eher empfehlen. Wie ist denn deine Meinung zum Film? Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt. Ich glaube, ich würde ihm sogar, kann man auch halbe Punkte Na geben? klar. Ja, oder? Ja, würde ich ihm, glaube ich, 2,5 Punkte geben, weil ich hatte einfach auch schon so eine sehr, sehr niedrige Erwartung, als ich in den Film reingegangen bin, weil ich schon gehört habe, dass er nicht so toll ist und weil ich auch schon jemanden kannte, der das Buch schon gelesen hat und das nicht so toll fand. Und deswegen habe ich mich wirklich darauf eingestellt, so einen hübschen Film zu sehen. Ja, und ich dachte eigentlich, ich würde da einschlafen, hätte ich gedacht. Oder ich könnte es halt gar nicht zu Ende gucken. Aber man konnte ihn auf jeden Fall angucken. Ich würde ihn nicht ein zweites Mal angucken. Ich würde ihn aber tatsächlich, weiß ich nicht, für jetzt die Töchter meiner Cousine, die jetzt 10 sind, würde ich ihn tatsächlich empfehlen. Würde ich sagen, ja, schaut ihn euch an, wenn ihr irgendwie mal einen Regentag habt und ins Kino gehen wollt. Ja, ich fand ihn in Ordnung, ne, was du sagst mit der Message, ja, Liebe ist alles, du schaffst es schon irgendwie, ist für Kinder okay. Naja. Alles klar, also bist du bei 2,5 Punkten, Sternpunkten. Ja, ich muss ja sagen, ich bin immer noch bei den Drag Queens. Das hat mich wirklich durch den Film gebracht, dass die so toll aussahen. Das hat mir gut gefallen. Also, liebe Leute, am 5. April 2018 kommt er in die deutschen Kinos. Wenn ihr Bock auf das habt, was wir gerade beschrieben haben, dann Feuer frei. Wir freuen uns für jeden, der sich ein Kinoticket kauft und sich einen Film anschaut. Und Biene, ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Ja, Zeit nichts genommen zu hast. danken. Ich werde natürlich alles, was dich betrifft, also der ganzen Social Media Accounts und speziell natürlich auch deinen YouTube-Kanal, alles verlinken, so dass man das Yay. gar nicht übersehen kann. So muss das. Alles klar, danke dir, gell? Ja, kein Problem. Tschüss! Ciao.